Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade hier hoch auf den Schattberg gefahren und das erst den ersten Abschnitt der X-Line, weil wir mal schauen wollten, hey, wie sieht das hier oben aus und wie geht es da weiter zum Hackelberg und so weiter. Und es ist halt so, dass da oben der Schattberg ist und dann sind wir hier runtergekommen, das was ihr eben gesehen habt. Und hier um die Ecke, da geht es dann zum Hackelberg-Trail. Das heißt, da ist Westgipfelbahn. Uns ist aber heute so ein bisschen die Müdigkeit in die Knochen geschossen und deswegen dachten wir uns, wir machen es heute eher einen entspannten Tag, schauen uns alles nur so ein bisschen an, rollen ein bisschen rum. Aber wir haben ja noch ein paar Tage vor uns und da kann man auch mal einen Tag ein bisschen chillen. Aber wir zeigen euch jetzt erstmal hier, wie das ganze Panorama aussieht. Existe alguien más, alguien más, o solo es una historia más. Diría lo mismo si digo que te amo. Sinceramente, ahora ya ni sé. So, Leute, wir haben jetzt so lange hier oben gechillt. Ja, bis eigentlich jetzt der Lift zumacht. Also ich glaube, in ein paar Minuten ist hier Feierabend am Lift. Und wir haben noch den ganzen Hackelberg runter vor uns. Guck mal, wie mega schön das aussieht. Einfach hammermäßig. Da geht es überall lang, darunter. Hier oben auf den Stücken liegt sogar noch Schnee. Richtig verrückt. Hier ist aber heute hier oben mega angenehm warm gewesen. Das war anders als das letzte Mal, als wir das erste Mal jetzt hier oben waren. Da war es relativ kalt tatsächlich, aber heute war es entspannt warm. Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch, bis die letzten runtergefahren sind und dann fahren wir hoch. Fahren wir runter, nicht hoch.
Wir haben gerade den Hackelberg Trail praktisch für uns alleine und werden jetzt runter ins Tal fahren, weil für heute Abend das Gewitter angesagt. Bisher sehe ich davon jetzt noch nicht so viel und ich kann es auch kaum glauben, dass die nächsten Tage so schlechtes Wetter werden soll. Aber egal, dann wird das Norco und die Kachba mal im Matsch getestet. Aber wir genießen jetzt erstmal eine ganz entspannte Abfahrt hier runter ins Tal, ganz alleine auf dem Hackelberg Trail. Vielleicht treffen wir unterwegs noch ein paar, die auf irgendwie so einer Hütte sitzen, aber wir werden sehen. Ich nehme euch auf die letzten Meter ins Tal noch mit und dann war es das mit diesem Video und mit diesem Tag. Lasst schon mal gerne ein Abo da und dann gibt es im Abspann die Abfahrt ins Tal. Viel Spaß, wir sehen uns im nächsten Video.